Herzlich willkommen zum Bernecker Tagestipp am Dienstag. Und wir wollen heute noch mal genauer auf den Frankfurter Börsenbrief blicken. Da gab es nämlich Anfang des Jahres eine Empfehlung zu dem Rohstoff Platin. Und wir wollen heute im Tagestipp mal nachfragen, ob dieser Tipp denn noch aktuell ist. Bei mir im Studio Bernhard M. Klinzing vom Frankfurter Börsenbrief. Herr Klinzing, Anfang des Jahres haben Sie im Frankfurter Börsenbrief schon mal auf die Spekulation Platin hingewiesen. Heute sind Sie bei uns hier damit als Tagestipp. Bedeutet also Platin für Sie immer noch eine Spekulation? In welche Richtung, Short oder Long? Ja, Edelmetallspekulation hat im Frankfurter Börsenbrief eine lange Tradition. In den letzten 2 Jahren haben wir vornehmlich Gold gemacht, damit auch unsere Investitionssumme verdoppelt. Das hat alles sehr gut geklappt. Im Moment sind wir etwas skeptischer für das Gold, schlicht deshalb, weil die Chinesen gesagt haben, dass sie ihre Produktion deutlich hochgefahren sind. China ist ja größter Goldproduzent inzwischen vor Südafrika, 31% mehr Gold produziert. Und deswegen bedeutet das, weil die Edelmetalle in erster Linie vom Angebot abhängen, dass hier der Goldpreis sicherlich seine Aufwärtsbewegung nicht mehr so fortsetzt. Das hat wenig mit Inflation zu tun, das hat wenig mit diesen Konjunkturängsten zu tun, Safe Haven. Das spielt alles für Gold keine Rolle, sondern das Angebot ist das Wichtige und das hat jetzt so stark zugenommen. Deswegen Gold eher tendenziell fallend, aber Platin ist das Nachfolgeprodukt. Das ist wie in der Schallplattenindustrie, wo ja auch Gold für 100.000 Tonträger verliehen wird, Platin aber für 200.000. Und jetzt hat man eben die Chance, auf der Long-Seite seine Goldspekulation noch zu toppen, indem man auf Platin geht. Platin also für eine klare Long-Spekulation. Was treibt den Preis denn in die Höhe? Ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Das richtet sich in erster Linie auch am Angebot und an der Nachfrage aus. Wenn wir zunächst mal auf die Nachfrage schauen, das ist vor allem die Automobilindustrie. 70% des Platins werden in der Automobilindustrie verbraten. Wir sehen, wenn wir alle Automobilhersteller rund um den Globus mal zusammenfassen, eine Planung von 20% mehr Ausstoß. Das bedeutet eine massive Steigerung der Nachfrage beim Platin. Und wenn wir sehen, dass 70% überhaupt in die Automobilindustrie hineinfließen, wissen wir schon, wie wir das ungefähr einzuordnen haben mit der Nachfragesteigerung. Und wenn wir uns auf das Angebot schauen, dann sehen wir da eher eine Verknappung bzw. ein recht knappes Angebot, weil aus Südafrika, das 80% des Platins produziert, nach wie vor Stromknappheit herrscht. Die Minen, die bekommen nicht so viel Strom, wie sie benötigen. Und Platin ist leider ein Produkt, wo man sehr viel Energie braucht, um es aus der Erde herauszuholen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann der Anleger davon profitieren? Beim Gold hat man ja manchmal gefragt, soll man sich einen Barren Gold zu Hause in den Tresor legen oder unter das Bett? Ist bei Platin ähnlich? Sollte man sich hier auch einen Barren kaufen oder doch in einer anderen Form versuchen, daran zu partizipieren? Ja, das halten wir natürlich für viel zu unsicher. Wenn eines Nachts der Schrank leergeräumt ist, dann hat man nicht mehr so viel Freude am Platin, zumal man da auch wenig Unzen tatsächlich im physischen Handel erwerben kann. Das ist nicht so verbreitet wie das Gold. Nein, wir raten dazu, das Platin in physischer Form zu besitzen. Ja, aber in sicher verwahrt in einem Tresor bei der Börse in der Schweiz oder bei der Börse in Deutschland oder bei der Börse in New York oder bei der Börse in London. Da gibt es große Tresore und an denen kann man partizipieren, indem man einen Anteil auf dieses physische Platin erwerben kann, beispielsweise über einen ETF oder einen ETC. Jetzt haben Sie die Abkürzung angesprochen, ETC, ETF. Vielleicht für die Anleger, die es noch nicht so genau wissen, was verbirgt sich hinter den Begriffen? ETC steht für Exchange Traded Commodity, ETF für Exchange Traded Fund. Das gibt es für relativ viele Produkte. Das bedeutet ein verbrieftes Recht auf das physische Platin, was irgendwo im Tresor steht. Das heißt, es ist ein Sondervermögen, das nicht unter irgendwelche Insolvenzgefahr von irgendwelchen Emittenten kommt, sondern man hat das Recht an diesem Produkt, an diesem physischen Metall. Und da gibt es jetzt einige neue Produkte, die aufgelegt wurden von ETF Securities zum einen und auch von 2 Schweizer Banken. Und die legen solche Produkte nur auf, wenn es tatsächlich eine physische Nachfrage gibt. Und die Hedgefonds beispielsweise haben im letzten Jahr 160% mehr Platin nachgefragt als in den Jahren zuvor. Das heißt, die Profis, die sind in diesem Markt schon drin und jetzt raten wir dem Anleger da noch hinterher zu springen, weil die Rallye da noch lange nicht zu Ende ist, weil sich die Nachfrage auch vom Finanzsektor, nicht nur aus der Automobilindustrie, dermaßen als Kurstreiber erweist, dass hier noch mindestens 30-40% drin sind.
wollte gerade sagen, Sie haben schon fast meine letzte Frage vorab genommen. Trotzdem haken wir noch mal ein bisschen nach. Also wir hatten ja gerade einen kleinen Rücksetzer im Platin. Sie sagen also jetzt auch noch mal für den Anleger die optimale Einstiegschance. Technische Korrektur ist jetzt gelaufen. Unser erstes Ziel sind die Hochs von $2,200. Im Gegensatz zu Gold hat Platin ja zuletzt nicht die neuen Hochs wieder erreicht. Und im Nachgang gehen wir davon aus, dass Platin auch noch bis 2400, 2500 steigen wird, innerhalb der nächsten 15 Monate sogar. Das sind gute Aussichten. Also es ist nicht nur Gold, was glänzt, Platin kann also auch glänzen. Vielen Dank, Bernhard M. Klinzing, Redakteur vom Frankfurter Börsenbrief. Das war der Tagestipp am Dienstag aus dem Hause Bernecker. Es ging um den Rohstoff Platin und wir haben festgestellt, er ist eine Spekulation wert, nämlich eine Long-Spekulation in Form eines ETFs oder eines ETCs. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen natürlich erfolgreiche Geschäfte an den Börsen und hoffe, Sie sind morgen wieder mit dabei, wenn es eine neue Ausgabe gibt vom Bernecker Tagestipp.